Die Adventszeit und Weihnachten stehen traditionell im Zeichen kulinarischer Genüsse. Stollen, Weihnachtsgebäck oder der Weihnachtsbraten. Ohne sie wären die Feiertage nicht das, was sie sind. In HWK TV verraten wir Ihnen, wie die Leckereien entstehen. Wir haben hinter die Kulissen der Weihnachtsbäckerei geschaut und verraten Ihnen, wie ein handgemachter Christstollen entsteht und welche kulinarischen Genüsse das Fleischerhandwerk zaubert. Und damit zunächst in die Bäckerei Herres nach Heimbach-Weiß. Aus reinen Naturprodukten wird hier der traditionelle Christstollen gebacken. Inhaber und Bäckermeister Gerd Mettler setzt dabei auf ganz verschiedene Rezepturen. Sie sehen fünf unserer Premiumstollen, ein Segment, was bei uns im Jahr 2000 ins Leben gerufen worden ist. Wir haben uns gesagt, es kann nicht sein, dass es nur normale Stollen gibt. Es gibt auch etwas, was hochwertiger ist und wo mir sich absetzen kann und was Kunden möchten. Und wir haben angefangen mit dem Markt des Champagnerstollen. Bei diesem Stollen ist das Besondere, dass die Früchte über 48 Stunden in Markt des Champagner mariniert werden. Sie halten dadurch ein sehr, sehr ausgewogenes Aroma. Und der Stollen ist auch durch die Herstellungsweise, er wird nicht in Formen gebacken, jeder Stollen wird mit der Hand noch geformt und gebacken. Ein ganz, ganz besonderer Stollen, der sehr lange frisch hält, aber einen ganz extravaganten Geschmack den Kunden bietet. Um die jungen Generationen auch ein wenig mit dem traditionellen Stollen zu verwöhnen, hatten wir uns vor 2 Jahren etwas ganz Besonderes eingefallen lassen. Und zwar haben wir Formen oder Stollen in Cakeform produziert. Einfach aus dem Gedanken heraus, man muss nicht immer große Stollen kaufen, man kann einen kleinen Stollen kaufen, der auch für 2 Personen oder auch alleine schnell gegessen, verzehrt werden kann. Doch ob nun ein großer oder kleiner Stollen, die Zutaten wie auch die Herstellung des Teigs sind identisch. Zunächst wird alles ca. 15 Minuten geknetet. Am Ende hält Bäckermeister Mettler eine gut dehnbare Teigmasse in Händen. Wie es mit der weitergeht, dazu später mehr. Denn jetzt heißt es Vorsicht Wild. Und damit geht es in die Fleischerei Johann nach Koblenz-Rübenach. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb als Metzgerei, Bistro und Partyservice. Wir haben uns spezialisiert auf Wild, da wir mittlerweile 3 Familienmitglieder haben, die alle 3 auf die Jagd gehen und bringen die natürlich auch reichlich mit aus dem eigenen Jagdrevier. Die Wildschweine müssen alle zuerst mal beschaut werden. Also da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Unser Fleischbeschauer muss vor Ort sein, um das Tier zu beschauen, um die Proben zu nehmen. Und wenn die dann frei sind, dann werden die verarbeitet. Abziehen, klar, zerlegen, ganz klar. Die Edelteile kommen in die Theke. Die werden dann hier vor Ort gleich verkauft. Und die Edelteile, die nicht verkauft werden, die werden verwurstet. Oder zu Schinken gemacht oder zu Salami. Doch bevor daraus eine Wurst, eine Salami oder ein Schinken wird, müssen die Wildschweine abgezogen und zerlegt werden. Eine Aufgabe für Chef Robert Johann. Zur gleichen Zeit in der Bäckerei Herres, die heute übrigens in der 3. Generation geführt wird. Der Stollenteig bekommt jetzt seine besonderen Zutaten. Über einige Tage in Markt de Champagne eingelegte Rosinen. Und frische Mandeln. 3 Minuten werden nun die Früchte in den Teig untergerührt. Für Fleischermeister und Jäger Robert Johann beginnt in Rübenach das Zerlegen der Wildschweine, die am zurückliegenden Wochenende in den Wäldern um Koblenz erlegt wurden. So wie der Fleischer greift auch Bäckermeister Gerd Mettler auf reine Naturprodukte aus der Region zurück. Bei der Getreideversorgung arbeitet er mit einem Bauern aus Heimbach-Weiß zusammen. Was jetzt hier auf die Waage kommt und zu jeweils 700 Gramm portioniert wird, ist im Sommer 2009 auf den benachbarten Feldern gewachsen. So können die Kunden im Sommer durch die Pflanzen laufen oder radeln, die sie jetzt in der Bäckerei kaufen. In einer eigenen Mühle wird das Korn unmittelbar vor dem Backen frisch gemahlen und weiterverarbeitet. Unter anderem zum Christstollen, den der Bäckermeister handformt. Sein Stollen wird ohne Metallform gebacken und kommt einzeln auf das Backblech. Auch das ist eine Besonderheit bei der Herstellung dieser typischen Weihnachtsspezialität. In der Fleischerei wählt Handwerksmeister Robert Johann zur gleichen Zeit bei der weiteren Verarbeitung der Wildschweine aus, was als Keule frisch in der Theke seines Geschäftes angeboten oder als Wurst weiterverarbeitet wird. In Heimbach-Weiß beschicken Bäckermeister Gerd Mettler und sein Lehrling zeitgleich den Ofen, der bereits auf 190 Grad vorgeheizt ist. Die Ausbildung Jugendlicher ist im Familienunternehmen wichtig, in dem neben der Inhaber 3 weitere Handwerksmeister und ein Geselle in der Backstube arbeiten.
Im Verkauf sind es 7 Mitarbeiterinnen. Durch ihre Hände gehen unter anderem die Stollen. 45 Minuten werden vergehen, bis aus dem Teig ein Stollen wird. Wesentlich schneller wird in der Fleischerei Johann aus kleinen Fleischstücken und einer geheimen Gewürzmischung die Ausgangsmasse für die Wildschweinwurst. Das Fleisch wird in einem Fleischwolf weiterverarbeitet. Die anschließend beigegebenen Gewürze bestehen ebenfalls aus rein natürlichen Produkten. Inzwischen ist der Stollen in der Heimbacher Bäckerei fertig. Eine Dreiviertelstunde ist vergangen, in der ständig auch die Temperatur im Inneren des Gebäcks überwacht wurde. Bäckermeister Gerd Mettler überlässt nichts dem Zufall und lässt seinen Spezialitäten nun eine Sonderbehandlung zukommen. Denn der Stollen wird komplett in einem Butterbad eingetaucht. Das verleiht ihm nicht nur einen besonderen Geschmack, sondern sorgt auch für eine hauchdünne Fettschicht, die das Gebäck so auf ganz natürlichem Wege haltbar macht. Anschließend kommt ein hauchfeiner Puderzucker zum Einsatz. Fertig ist der Christstollen. Und auch in der Fleischerei Johann geht es für die Wildschweinwurst auf die Zielgerade. Im Kutter wurde das Fleisch zur Wurstmasse verarbeitet. Dann in die Wurstmaschine eingefüllt und dem Naturdarm in Form gebracht. Auch das alles in reiner Handarbeit. Nach dem Räuchern im eigenen Ofen geht es dann direkt in den Verkauf. Nach der Nahrung für den Körper kommen wir nun beim aktuellen Tipp zur Nahrung für den Geist. Die Handwerkskammer Koblenz lobt gemeinsam mit der IHK Koblenz den Hochschulpreis der Wirtschaft 2010 aus. Teilnehmen können Studierende aller Fachbereiche an Hochschulen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Kammern wollen mit dem Preis den Wissensaustausch zwischen Hochschule und mittelständischen Betrieben intensivieren. Abgabetermin der Arbeiten ist der 31. Dezember. Informationen dazu wie auch zu unserer Sendung und allen News der Handwerkskammer gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de.